Und wenn du in den Supermarkt gehst, kostet die 3,50 Euro eine Dose Bier. Im Supermarkt. Das ist schon krass. Ja, das, also Alkohol nimmt man am besten immer mit, wenn man nach Skandinavien fährt. Ja. Darfst zwar nur irgendwie so Peter, viel Liter mitnehmen, aber wir haben bei der Einreise gemerkt, bei der Ausreise, also wenn du schmuggeln willst, mach dann über die Fähre. Aber die Zoll ist chillig. Keiner wird da kontrolliert, oder? Ja, der hat bei uns schon den Karton hinten nicht. Also als ich mit Jay da durchgefahren bin, Jay ist ja sowieso der größte Schisser auf diesem Planeten. Ist halt echt so, der Mensch mit der größten Fresse auf dem Planeten. Ja. Gleichzeitig auch der größte Schisser auf dem Planeten. Jay hat Angst vor allem. Jay hat Angst vorm Schifffahren, Jay hat Angst vorm Fliegen, Jay hat Angst vorm Zoll, Jay hat Angst vorm... Der hat immer Angst, dass was schief geht irgendwie, ne? Vom Autofahren, ja, vom geblitzt werden, von allem einfach. Wir hatten ja die Handys, die uns von OnePlus freundlicherweise zur Verfügung gestellt waren. Und ich habe die, da wir die ja bei dir bekommen haben, weil du dann freundlicherweise auch alles gesammelt hast, habe ich die halt ausgepackt, als wir gefahren sind. Und ich saß halt auf dem Beifahrersitz mit diesem ganzen Kartonkram und was weiß ich nicht. Und dann guckte der Zollmann. Was machen Sie denn da? Ich so, ja, ich packe das Handy. Ist das Ihr Handy? Ja. Was haben sie da hinten für eine Kiste? So, oh, da sind nochmal zwei Handys drin und so. Da hat er halt da reingeguckt, wir haben gesagt, das ist für einen Roadtrip. Jay hat irgendwie die Schweißausbrüche gekriegt und dann meinte der einfach so, ja, fahren sie weiter. War gut. Deswegen, weißt du, was sagt er noch? Er sagt ins Walkie-Talkie, weil wir waren das erste, oder hat er noch zu Peter und Sepp gesagt, wir sind durch, so gerade. Oder ja, mehr. Genau. War ganz krass. Was hat er denn geschmuggelt? Also, wenn er sagt, drei Handys. Und Peter und ich dann so ein bisschen so... Reingeguckt, weißt du, der hat keinen durchsucht, der hat den Karton reingeguckt. Nee, der hat einfach... Geschafft. Ja, aber muss man sagen, das kam ja noch ein bisschen was anderes dazu. Er meinte halt so, okay, sie haben einen Karton hinten auf dem Rückbein. Ja, okay, was ist denn da drin? Ja, Sachen für einen Roadtrip. Ja, okay, kann ich da mal reingucken. Und zieht halt an der Tür und die ist halt zu. Und da Opel uns die Autos hergestellt haben, das Auto war halt abgeschlossen. Und er so, machen Sie mal bitte auf. Und Jay fängt an, Knöpfe zu drücken. Es passiert halt nicht. Alarmanlage, blinkt alles. Ist das nicht Ihr Auto? Die haben wir uns gemietet. Ja, oh Gott, wie geil. War aber super entspannt. Der kam bei uns dann und meinte, und dann meinten wir so, hey, Roadtrip hier. Ah ja, the one with the microphones. Alright, have fun. Und der hat bei uns nichts mehr geguckt. Super also, entspannt. So gerade, Peter. Ja. Davon wird Jane noch seinen Enkeln erzählen. Ja. Damals so gerade dem norwegischen Zoll entflohen ist. Mit halbem Bein im Knast stand. Ja. Watch a haters wonder why Gambino got the